Herzlich willkommen bei unseren Videos zum JSX Graph Moodle Plugin. Mithilfe dieser Erweiterung können Moodle-Kurse mit geplotteten Funktionen und interaktiver Geometrie angereichert werden. In diesem Video soll die Installation von unserem Plugin erklärt werden. Zuerst muss das Installationspaket heruntergeladen werden. Der JSX Graph Moodle Filter ist im offiziellen Plugins-Verzeichnis von Moodle aufgeführt. Öffnen Sie deshalb zuerst das Moodle Plugins Directory. Dort können Sie über die Suchfunktion nach JSX Graph suchen. Der Filter ist in verschiedenen Versionen verfügbar. Um stets von allen Funktionalitäten profitieren zu können, laden Sie immer den neuesten Filter herunter. Um die passende Version zu erhalten, wählen Sie auf der rechten Seite Ihre verwendete Moodle-Version aus und klicken anschließend auf Download. Die heruntergeladene ZIP-Datei werden wir gleich wieder benötigen. Wechseln Sie nun in Ihre Moodle-Installation und loggen sich dort als Administrator ein. Unter Seitenadministration treffen Sie im Bereich Plugins die Auswahl Plugins installieren. An dieser Stelle könnten Sie auch direkt ins Moodle Plugins Directory wechseln und die Erweiterung ohne vorheriges Herunterladen der ZIP-Datei installieren. Hierzu ist allerdings ein Account bei Moodle nötig. Wir haben die Datei ja bereits heruntergeladen und ziehen diese nun per Drag and Drop in das vorgesehene Feld. Nach dem Klick auf Installieren wird ein erster Check der Installationsdatei durchgeführt. Anschließend werden die Systemvoraussetzungen geprüft. Sollte alles erfolgreich sein, kann zum nächsten Schritt gesprungen werden. Hier werden die nötigen Datenbankeinträge vorgenommen und anschließend die Installation durchgeführt. Die angezeigten Einstellungsmöglichkeiten können vorerst auf den Standards belassen werden. Der Filter ist nun erfolgreich installiert, muss jedoch unter der Seitenadministration Plugins, Filter, Filter verwalten noch aktiviert werden. Nun können hier noch die globalen Einstellungen angepasst werden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Die Verwendung des Filters wird in einem anderen Video erklärt.